Meine Fresse. Vanille zwischen den Backen. Ach du Scheiße. Weg. Boah, ey. Ich hab mir dermaßen den Kopf angehauen. Wir sind hier bei der Enduro One. Rennwochenende in Rossbach, Biebergemünd. Wir sind heute im Trainingstag. Morgen Racing. Und ja, ich nehme euch einfach mal mit. Moin. Ja, lass mal eine Runde Radfahren, Junge. Ja, würde ich sagen. Attacke. Achtung. Oi, oi, oi. Oh, das wird anstrengend morgen hier. Treten, treten, treten. Also wir sind samstags, ist Trainingstag. Wir haben 7 Stages in Summe auf dem Plan für das Rennen morgen. Heute dürfen wir 3 Stages trainieren. Das sind für gewöhnlich die schwierigsten, wo es sich halt wirklich lohnt, sich hier und da mal so ein paar Ecken anzugucken. Das ist wie eine kleine Schnitzeljagd. Wir fahren den Schildern nach. Transfere von Stage zu Stage. Und dann wird halt gezeitet von oben nach unten. Hallo! So, und das ist das Problem im Training. Du hast alle Leistungsklassen gemischt auf einer Stage. Jeder schiebt stückweise nochmal hoch, guckt sich nochmal eine Linie aus, fährt runter. Und du hast halt immer Traffic. Oh, meine Fresse, ey. Versuchst du schnelle Linie zu fahren, dann liegt einer. Meine Fresse. Dann steht einer. Da muss man was vorsichtig sein. Fair Play für alle. Ah, da muss ich nochmal fahren. Wenn du springst, ja. Über die Wurzel, ja. Über das Moosige. Da war ich auch. Dann reinkreuzen. Ja. Hier reinkreuzen. Ja, das ist zu geankert da unten. Und dann hier ein bisschen. Wegen der Wurzeln danach. Ein bisschen auch für Bremse und dann innen rein. Ja, okay. Ja, da, da, da. Guck mal. Ja. Du hast einen viel schöneren Ausgangsspeed und eine viel schönere Linie dann. Ja. Wow, das war schön. Da wird ja die nächsten Das ist kein Spaß. Nee. 3 Minuten. Komplette Lunge raus. Keine mehr. Dreh der alte Ochse. 3, 2, 1, go! Achtung! Weg, 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 weg! Yes. 1,34. Was? Und ihr Dings mit dem Santa hat da gelegen. Voll auf für Bremse. Und ich sag go, go. Aufgesprungen, irgendwie noch vorbeigekommen. Das war ein Bass. Ganz wichtig, checkt eure Speicher. Ansonsten ist das Ding Schrott. Ah, eine kleine 8 haben wir drin, das ist aber nicht schlimm.
kennst doch das Mack auch. Ja. Wonach riecht das? Das? Ja. Banane? Ja. Und jetzt probier mal. Probier mal. Und wonach schmeckt das? Banane. Das ist doch Krankheit. Ich muss die Karre noch tanken. Die Karre noch tanken. Geil. Super Plus. Ja. Super Plus bei Bitburger. Ui, 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 ui. Können wir darüber mal reden? Probiere ich dann auch. Was ist denn das Problem? Das bringt Gleichgewicht. Und Mayo? Das ist der Hammer. Findest du scheiße oder was? Mit einem Beachlook auf dem Weg ins Freibad. Was gibt's Besseres? Oh. Aber. Rolle Moje! Hallo! Rolle Moje! Guten Morgen! Ohne Kaffee nichts los! Und ganz wichtig für so einen Tag im Sattel ist die gute Sitzcreme. Ich nenne das Zeug die Vanillebacken. Das riecht vorm Radfahren und nach dem Radfahren nach Vanille zwischen den Backen. Letzte Vorbereitungen. Nur mit Oberlippenbart ist man schnell. Da ist die Maschine. Auch immer mit am Start. Die Motivation. Bitburger. Let's go. Das Gute natürlich, wenn man so eine Schlafmütze ist wie ich, schafft man es nicht pünktlich zum Start. Fährt jetzt hier komplett alleine hoch. Ja, müssen wir jetzt aufholen. Jetzt gleich an Stage 1. Ein bisschen vordrängeln, damit wir nicht so viel Traffic haben. Achtung, Mike! Gib Gas, Gas, Gas! Das ist halt immer das Schwierige beim Enduro-Fahren. Du kommst hinter einen langsameren Fahrer rein und hast halt Traffic auf der Stage. Dadurch verliert man halt ein paar Sekunden. Also, Gap einbauen, gut einordnen. Und gut durchkommen. Da freue ich mich jetzt auf eine Blind Stage. Ne? Keiner kennt's, jeder fährt's. Hammer. Erste rechts oder links? Links. Danke. Oh fuck. Oh. Weg, 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 weg! Danke! Oh! Geil, oder? Ultra geil. Bekannten. Nix. Komplett Blind Racing. Also hier ist absolute Chancengleichheit und Auge zählt. Mega. Sagt ihr zu dem Brillenthema? Also als Motocrosser ja. Stellt es einem natürlich irgendwie Nackenhaare auf, die Brille irgendwie so anzuziehen. Ja. Aber man muss sich auch anpassen in Gegebenheiten. Ne? Man muss sich anpassen. In Kulturen. Ja. Aber ja. Solange die Ellenbogen weiterhin oben sind, ist alles okay. Ja, ist der Ellbogen oben, wirft man dich loben. Schnellste Zeit. Und 13 Sekunden schneller als die zweitschnellste Zeit. Wow! Das ist die Taktik jetzt auf Stage 3. Da ist ja gefühlt da ein Kilometer Sprintstück auf dem Waldweg. Oh.
Fuck! Boah, fuck mich das ab. Fahr ich da übers Flatterband. Ey, das ist so eine geile Stage. Ja, ich war viel zu schnell darunter. Enjoy! Hoho! Ach du Scheiße! Da ging Weg rechts rein. Ja. Hui, holprig. Hui, hui, hui. Ey, da war eine Stelle. Da ging eine Spur rechts runter. Ja. Aber gerade. Ja. Ich hab komplett rechts angehalten. Ich auch rechts. Ja. Auch schon wieder eine Blind Stage. Oben stark angefangen. Zwischendrin verhaspelt. Ja, nicht so die Salzhälfte gehabt. Ohoho! Ei, ei, ei! Ein Gewusel! Ach du Scheiße! Ohoho! Halleluja! Aber hier! Ey, leck mich am Arsch! Alter, ich hab mir dermaßen den Kopf angehauen. Also die war sketchy. Super eng. Da konnte man wieder nur zu viel wollen auf der Stage, ne? Der rechts ist komplett einen Baum, Kopf angeschlagen, ne? Du bist auch komplett hirnlos, Alter, wie du da einen Wegübergang reinhältst. Alter Schwede. Ey, er steht da oben und sagt, rechts, rechts, rechts. Und ich grätsch extra innen an und hau mir dermaßen Schädel an zum Baum an. Halt du auch neben die Palette. 47 km/h. Wie kommst du danach? So, Alter, komplett. Aber, das für den Zeiten, das hat sich irgendwie erübrigt. Oh doch, da, Stage 3. Mit meiner Flatterband-Aktion bin ich immer noch auf 1. So, kurz verfahren, back in the game. Jawohl, Kumpel! Yes! So fängt man an, ne? Das ist genau das, was ich meine. Oh. Ey, was ist denn das für ein Rotz? What? Alter! Also, die Stage gerade war genau das, was ich nicht mag. Wofür ich zu schwer bin und zu unfit, wenn man ehrlich ist. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr in der Stage fahrt, die Stage voll mit Leuten steht und jeder feiert sich einfach total ab? Es ist scheißegal, ob du schnell bist, langsam bist oder voll reingestuhlt hast. Man fühlt sich einfach in dem Moment so geil. Alle, alle! Oh! Keine Rücksicht auf Verluste. Wer hat sein halbes Fahrrad verloren hier unten? Die rote Rakete. Den Spitznamen hat er nicht ohne Grund. Also wenn man die Möglichkeit hat, wirklich mal hier runter zur Stage gehen, die letzten Spuren suchen, weil das ist hier so eine Stelle. Außen ist scheiße. Wir gehen gleich ganz außen am Stamm, kreuzen rein durchs Laub und dann haben wir komplett eine gerade Linie. Thank you.
komplett durchfallen. Ich kannte es von den letzten 3 Jahren mit Mahlzeit, Jungs. Also, ich glaube, besser kann man es nicht machen. Danke sehr. Ja, ich sag mal, kann ich gerade Haribo? Ja? Danke. Wir waren gestern nicht bei der Siegerehrung, wir waren im Freibad. So, mein Freund, ja? Mit dir habe ich jetzt erstmal ein Hühnchen zu rupfen. Warte, wir machen das offiziell. Komm, wir machen das offiziell. Komm. Genau. Erstmal Glückwunsch. Jetzt trinken wir auf meine Pommes, ja? Dann bringe ich dich um. Danke. So, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg des Prologs gestern an Tom Pölderl. Also Tag war ultra, ultra geil. Also vielen Dank und riesen Dank an den Veranstalter. Es waren wirklich super, super sexy Stages waren es heute. Also das war Stage 7, die letzte Stage vom Tag. Hat nochmal die letzten Körner gefordert auf dem Tretstück zwischendurch. Prost! Prost! Keine Sonnenbrille mit Stärke. Ja. Aber nachher im Auto kommt die Sonnenbrille. Was wäre so ein Rennen ohne Kuchen, ne? Was für ein Rennen ohne Käsekuchen. Ja, ich habe das Moped auf 1 abgestellt. Tom Pölderl! Wunderbarer Applaus hier. Auch hier Pokalränge von Rang 5 bis Rang 1. Also Tag war mega, mega geil. Wirklich. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, was das hier ein geiler Scheiß ist. Also Enduro vom Allerfeinsten. Guter Laune in die neue Woche.